Der Generalbundesanwalt ermittelt ja wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung und auch der Vorwurf des Hochverrats steht im Raum. Wir wollen nun genau von ihm erläutert bekommen, welches Gefahrenpotenzial von der Gruppe um die Festgenommenen ausging. Wir sind als Bundestag da selber betroffen, denn wir standen als Institution, als Verfassungsorgan ja auch im Zielfeld der Gruppe. Wir wollen nun herausfinden, welches Gefährdungspotenzial tatsächlich damit verbunden war und wie auch die Motivationslage der Gruppe ist. Wir wissen bisher, dass es um eine Mischung aus Narrativen der Reichsbürger und von QAnon geht, die hier die Motivation der Gruppe ausgemacht haben. Wir gehen bisher nach den Informationen davon aus, dass es das Ziel gab, durchaus einen Umsturz zu bewirken. Es ist erschreckend, was hier zutage kam an Verschwörungen gegen unseren Rechtsstaat. Deswegen müssen wir hier schnell, entschlossen und mit aller Härte des Rechtsstaates reagieren. Wir werden das Waffenrecht verschärfen, dass die Feinde der Demokratie es viel schwerer haben, an Waffen zu kommen. Wir werden darüber sprechen müssen, dass der Zugang zum Bundestag erschwert wird. Da werden wir genau prüfen, welche Vorschriften es zu präzisieren gilt, dass insbesondere ehemalige Abgeordnete nicht mehr so einfach Personen in den Bundestag hinein bekommen. Und wir werden hier entschlossen gleich diskutieren im Rechtsausschuss, welche weiteren Schritte aus Sicht des Generalbundesanwaltes erforderlich sind. Wir haben diese Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt als größte Oppositionsfraktion, weil wir erstmal Aufklärung wollen. Wir haben bisher, was natürlich schon mal gut ist, Informationen aus den Medien. Vielen Dank an alle Medienvertreter, die uns sozusagen in den letzten Tagen Informationen geben konnten. Wir haben bislang allerdings keine Direktinformationen aus der Bundesregierung bekommen. Das befremdet uns ein wenig. Das ist ja eine riesige Razzia gewesen, die größte in der Geschichte unserer Republik. Und von daher hätten wir eigentlich proaktives Informationsverhalten erwartet. Wir fordern es jetzt ein und werden in dieser Sondersitzung hoffentlich mehr Informationen bekommen über das Ausmaß dieser Verschwörung, dieser Pläne, aber eben auch über die Bedrohlichkeit. Der Deutsche Bundestag war ja ein ganz konkretes Anschlagsziel. Insofern haben, glaube ich, Abgeordnete ein legitimes Recht, hier mehr zu erfahren. Es gibt niemanden mehr in den deutschen Sicherheitsbehörden, der nicht bestätigt, dass augenblicklich die größte Gefahr aus dem rechtsextremistischen, dem militanten rechtsextremistischen Spektrum kommt, dass es dort Umsturzpläne und Fantasien gibt. Und auch durchaus Menschen, die bereit sind zu handeln, auch in gefestigten Demokratien wie der unseren. Das kann man gut sehen an dem Sturm auf das amerikanische Parlament am 6. Januar 2021. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass der Generalbundesanwalt sich solcher Sachverhalte annimmt.